zwei von euch sind jetzt zusammen eine Person. Elmar und Max. Ihr sprecht sozusagen mit einer Zunge. Sätze bildet ihr gemeinsam, und zwar indem ihr immer abwechselnd ein Wort sagt. Barbara wird euch interviewen, und um zu wissen, worum es in diesem Interview geht, da brauche ich jetzt von Ihnen eine bedrohte Tierart. Das, was war du? Moment, Seegurke. Moment, Moment, Moment. Der Holzwurm. Sackratze. Ja. Die was? Die Sackratte ist wirklich eine der unbedrohtesten Tierarten, ja, die man sich überhaupt vorstellen kann. Da habe ich überhaupt gar keine Sorge drum, meine Damen und Herren. Aber ich nehme einfach mal die Seegurke, die finde ich sehr, sehr putzig, immer wieder. Ja. Die Seegurke, aber wir wollen es natürlich noch ein bisschen schwieriger machen. Ihr beiden seid eine Person, aber ihr wisst noch nicht welche. Ja, Elmar und Max, ich würde mal sagen, ihr seid zusammen Rainer Kallmund. Das ist doch eine Herausforderung, gell? Ich hoffe, die kriegt ihr beide gut hin. Und Barbara, du wirst also jetzt Rainer Kallmund interviewen, denn Rainer Kallmund sorgt sich sehr um den Fortbestand der Seegurke. Oh, wie schön. Und vergesst nicht, immer nur Wort für Wort. Herzlich willkommen im aktuellen Sportstudio. Heute zeigen wir Rainer Kallmund einmal ganz anders, als Sie ihn kennen. Guten Abend, Herr Kallmund. Guten Abend. Guten Abend. Sie kennen, Sie setzen sich ja für die Seegurke ein. Das ist uns neu. Beschreiben Sie einfach unseren Zuschauern mal ganz kurz, wie das so vor sich geht, diese Schutzaktion. Ja, also die Seegurke, die ist bedroht. Warum ist die Seegurke bedroht? Das interessiert uns natürlich alle. Tja, also, die Seegurke ist bedroht, weil die so lecker ist. Werden Seegurken gegessen? Und wenn ja, von wem? Von mir. Also habe ich das falsch verstanden? Oder es ist so, dass Sie Seegurken essen, sich aber doch für deren Fortbestand und Schutz einsetzen. Wie gehen Sie mit diesem Widerspruch um? Ja, also ich weiß, wie man die Seegurke isst. Aber die ist so lecker, das glaubt mir keiner. Und darum muss ich die alle schützen. In ihrem Körper. Logisch. Da ja. Sind schützen Sie viele Seegurken drin. Ja. Schützen Sie auch andere Pflanzen und Tierarten? Wenn man die Ameisenscheiße zum Beispiel als Mahlzeit einnimmt, dann schon. Zweifelsohne sehr außergewöhnliche Hobby ist wann entstanden? Letzte Woche. Muss man sich besonders bilden, um diesem Hobby nachgehen zu können? Tja, also kommt man zum Universitätsgebäude, dann muss man links ab. Abbiegen. Die letzte Mensa ist
immer lecker. Und da gehen Sie ab und zu hin und lesen viel über die Seegurke. Wie heißt denn das Ei? Ah, nicht. Frittieren. Wie ist das Beste auf der ganzen Welt. Wie heißt denn das bekannteste Buch, was Sie über die Seegurke in dieser Universitätsgebäudenbibliothek lesen? Seegurken? Ah. à la carte. Ja, das war's im Prinzip. Ich habe... Oh, schade. Schon vorbei. Ja. Mit dem Sendekram. Wenn Sie wollen. Wann wird gegessen? Gleich. Lecker! Lecker, ja. Ich könnte jetzt noch ein Täschchen Fett inhalieren. Zum Stimmeöl. Ja.